2, 1, start. 3, 2, 1, start. Ik kan nou een Vorsprung beibringen, weil er nicht so schnell ist. Der Große gewinnt mit 1,12. Super Zeit. So, jetzt schauen wir mal, ob die Batterien noch alle Akku haben. So. Jetzt messen wir die mal mit solch einem Gerät. Noch 1,12 etwa. Bei circa 1,10 kann man nicht mehr fahren. Dann haben alle auch so viel Akku. Dann messen wir die mal. Solche kann man in Supermärkten kaufen und Elektrogeschäften sowie Coop, Migro und so. Jetzt haben wir neu gekauft. Jetzt wechseln wir die mal. Zuerst mal wegmessen. Noch ca. 1,50 pro Akku, das ist eigentlich voll. Tun wir die rein. Zumachen. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob der noch fährt. Der fährt wieder. Das hier sind die Batterien, die wir beim Auto gehabt haben. Und es ist wichtig, dass sie richtig entsorgt werden, weil sie viele umweltschädliche Stoffe drin haben. Und unsere Umwelt ist ja für uns sehr wichtig. Die Batterien werden an der Gemeindesammelstelle entsorgt. Die Batterien werden zum einzigen Schweizer Batterienrecycler gebracht. Die Batterien und Akkus werden nach chemischer Zusammensetzung sortiert. Die Batterien werden bei ca. 700 Grad Celsius zerspalten. Danach werden die Abgase in einer Abgasreinigung nass chemisch mit dem Kreislaufwasser gewaschen und auf 4 Grad Celsius abgekühlt. Die metallischen Bestandteile werden im Lichtbogenofen bei einer Temperatur von 1500 Grad Celsius geschmolzen. Die bei der Abgasreinigung anfallenden Abwasser werden filtriert und von Cyanid, Fluorid und Schwermetallen gereinigt. Der Recyclingprozess von Batterien und Akkus schützt die Umwelt.